Hey Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Metro. Ja, in der vergangenen Folge haben wir hier aufgehört an der Oberfläche und es steht gerade echt nicht gut um unser Leben hier, denn unsere Gasmaske ist ziemlich beschädigt und wir müssen hier erstmal schauen, wo wir lang machen jetzt. Denn die Munition für unsere Schrotflinte zum Beispiel geht auch langsam komplett aus hier. So, wir machen erstmal hier kurz das Licht an, damit wir etwas mehr sehen. Okay, hier unten geht es wohl rein. Es war klar, dass die Schwarze Station von Faschisten besetzt war. Aber Ullmann hatte gesagt, er würde dort auf mich warten. Ich musste es riskieren. Wer ist da? Ergib dich, dann passiert dir nichts. Was hat so lange gedauert? Wo ist Pavel? Hat er... Natürlich. Später. Die Situation hat sich verschlimmert. Die Faschisten haben die Station buchstäblich überschwemmt. Wenn du ihren Generator abstellen kannst, wird es einfacher, an der Wache vorbeizukommen. Nimm das. Ich werde im verlassenen Tunnel zur Polis auf dich warten. Danke für die Waffe. Gut, wir haben jetzt hier diese eine MP, die ich ja mal haben wollte. So, auch mal mit Schalldämpfer, ja. Lass mir die Falle irgendwie entschärfen. So. Und jetzt müssen wir leise vorgehen hier. Ja, mit leise wird also nichts, oder? Das muss ich aber schon mal so im Vorneweg sagen. Die Waffe hat ein echt schönes Gefühl irgendwie. Wenn ich so mit der schieße. Nachladen! Das fühlt sich irgendwie ganz cool an mit der Waffe. Das Handling so und so. Also bei der Waffe muss ich mal überlegen, ob wir vielleicht nicht so eine Waffe uns mal kaufen und dafür halt dann die AK wegpacken. Weil die Waffe gefällt mir schon ganz gut, muss ich sagen. Wenn die sich jetzt als noch nützlicher hier beweist als die AK, dann werden wir wahrscheinlich die AK wegpacken. Beim nächsten Mal bei einem Händler. Die Tunnel hier sind echt groß. Hier könnten überall noch Leute sein. Hey, sieht so aus, als ob da... Mist. Der eine hat uns leicht bemerkt. Wir warten kurz hier. Ich glaube, hier von rechts kommt auch noch einer. Der Feind ist hier! Was, wie kannst du wissen, dass ich hier bin? Du hast mich nicht mal gesehen. Okay. Oder hat er irgendwie Augen, die durch eine Wand durchschauen können? Alarm! Sie sind hier! So. Aufräumen hier. Wir machen das Licht aus. Immer schön im Dunkeln bewegen. Leute da! Mann, verletzt! Verletzte! Hier sind noch einige. Jetzt bist du erledigt, Kommunist! Mist,
Wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin unter diesem Bahnsteig. So. Hier ist eine Leiter. Wie komme ich denn hier erstmal wieder hoch? Hier. Kurz nachladen, das Gewehr. Feuer! Verdammt! Gut. Ja, dann kommen wir hier einfach wieder dort hoch, von wo wir herkommen. Okay. Munition. Sehr gut. Hier geht es rein. Lass uns mal dort reinschauen. Hallo? Hier ist Blut. Kann man hier irgendwie einen Schrank durchsuchen? Dort geht es lang und hier geht es lang. Oh Mist. Wir kriegen hier unten auch noch keine Luft. Das ist gar nicht gut. So, Gasmaske auf. Ich will die aber ehrlich gesagt gleich wieder absetzen. Gibt es hier noch was? Nein, hier gibt es nichts mehr. Oh Mist, hier müssen wir aufpassen. Wegen dem Strom dort. So. Und hier geht es nach oben. Wir setzen die Gasmaske ab. Ich will nicht riskieren, dass wir hier irgendwie Schaden nehmen und dann die Gasmaske kaputt ist. Also werde ich kommen und spreche. Da vorne ist jemand. Ich hier. Nein. Okay, diese Waffe hier hätte ich eigentlich gern, obwohl... Nein, nein, nein. So, wir geben denen einen schönen Kopfschuss. Sehr gut. Haben wir doch schön leise hier gemacht. Du hast aber von Ragnarok gehört, der letzten Schlacht der Götter. Nun, Metro 2 ist der... Die hier wissen auf jeden Fall noch nicht, dass wir da sind. Wir haben den Überraschungsmoment auf unserer Seite noch. Unsere ist die Metro für die Schafe. Und Metro 2 ist für die Schäfer und die Hunde. Okay, also die haben echt gute Augen. Ich kann es nur noch mal sagen. Verletzter! Wie die uns direkt immer sehen. Ich würde wahrscheinlich hier im Dunkeln niemanden sehen. Alle Wachen. Jetzt erstmal ganz schnell die Munition von denen mitnehmen. So. Gibt es hier noch mehr? Nein, irgendwie. Doch, hier. Doch, hier, ja. Gut. Was haben wir hier dahinter? Ich glaube, dort müssen wir vielleicht sogar hin. Diese MP hier möchte ich langsam eigentlich wegwerfen. Weil ich persönlich finde das nicht so gut, wenn wir zwei Waffen parat haben, die den gleichen Munitionstypen benutzen. Klar, die Waffe hat einen Schalldämpfer, aber ja, dann nehmen wir lieber sowas. Ich glaube, die hat auch einen Schalldämpfer hier, oder?
Nein, hat sie nicht. Aber nun gut. Nehmen wir halt das Ding einfach mal noch mit. Hier geht es nach unten. Okay, eine neue Gasmaske. Sehr gut. Wo ist dieser eine Kollege denn nun? Wir müssen den irgendwie wieder treffen. Ja, aber wir dürfen nicht diese Falle hier treffen. So viel steht schon mal fest. Okay. So, wir schalten das hier ein. Wen haben wir denn hier? Ist das er? Nein, das ist er doch nicht. Nein, der Körper sieht schon viel verwester aus. Ich wollte schon sagen, ist das unser Kollege hier? Zum Glück ist er es nicht. Artyom, mein Mann, du hast es geschafft. Komm und ruh dich aus. Ja, ich werde mich auch jetzt erstmal ausruhen, denn an dieser Stelle hier werden wir die Folge beenden. Wem das Video gefallen hat, da würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben. Schreibt auch sehr gerne einen Kommentar oder empfehlt mich weiter. Das war's, haut rein und tschüss.